So, meine lieben Schleimfreunde, willkommen zurück zur nächsten Folge von Slime Ranger. In der letzten Folge haben wir ja einiges wieder erlebt. Wir haben angefangen hier das Gehege zu säubern, weil wir eine neue Mutation da reinmachen wollen. Und wir haben als letztes auch wieder 10.000 Coins ausgegeben für den Dekorierer. Und der Dekorierer habe ich mich jetzt informiert, ich habe gegoogelt. Und laut dem Fan-Wikipedia von Slime Ranger kann man einfach nur diese Ornamente, also das, was jetzt gerade da angezeigt wird, hier, also die Echos, die Ornamente, die kann man eigentlich einfach nur lagern. Und alles aufräumen bewirkt einfach nur, der hat einen bestimmten Radius, der Dekorierer, und in diesen Radius sammelt er nur die Sachen ein. Und ja, man kann halt die Ornamente, man kann die Echos lagern. Und die Max-Grenze ist eigentlich 999. Aber es tut man mehr rein, dann erscheint einfach nur 990 plus. Also das ist einfach nur zum Aufräumen quasi. Wir können jetzt unsere Ornamente hier reinschmeißen, wir können die auch wieder rausholen. Aber die restlichen, wo da hier stehen, die lassen wir einfach mal so, wie sie sind. Ich will sie aber nochmal ordentlich hinmachen. Das war ja sowas wie wie so eine Sammelecke, von daher. Setzen wir die auch wieder dahin, damit die nicht so durcheinander hier stehen. So, zack. Stellen wir jetzt alle mal hier hin. Dass wir die auch hier haben. Moment. Zack. 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 Und zack. Und die Erinnerung baller ich ihnen da ins Gesicht. Nee, Spaß. Das haben wir auch noch nicht angeschaut. Wozu? Da können wir jetzt. Ach so, da kann man das Haus färben. Verpasse dem Haus auf deiner Ranch deinen Wackpack oder deiner Ranch-Technologie einen individuellen Anstrich. Tob dich aus. Okay, schauen wir mal. Rubin. Wählen. Seht ihr, da verändert sich das Haus. Also. Ja, wir können jetzt das nehmen, wir können das nehmen. Schwierig. Ich glaube, ich bleibe bei dem. Technik. Das ist jetzt... also das ist jetzt nicht unser... Oder? Was verändert sich hier? Ach, da verändern sich die Technik-Sachen, okay. Ja, komm, die bleiben jetzt... Gibt es hier auch sowas mit Sternen? Dann passen wir uns... da mal an. Und Wack, das ist glaube ich das hier. Machen wir mal ganz kurz Rubin. Ja, tatsächlich. Errungenschaft freigeschalten. Color me impressed. Okay. Oh, und wir haben eine komplett... Ja, das ist doch nice, oder? Super. Dann bleiben wir mal bei dem hier. Finde ich toll, dass es sowas hier gibt. Also hinten, da wird es wahrscheinlich noch irgendwas geben, vermute ich mal. Gut, dann machen wir jetzt endlich mal uns auf den Weg. Wir wollten ja ein Mosaikschleim holen aus der Eiswüste. Und wenn jetzt der goldene Slime kommt, dann beiße ich mir in den Popo. Dann ist der mir erstmal vorerst egal, ganz ehrlich. Weil mobben lasse ich mich nicht vom Spiel. Ja, überall diese Meat-Slimes. Na komm, wir müssen nicht immer rennen. Und wir haben ja alle Gebiete freigeschalten, wie ihr sehen könnt.
Also größere Gebiete wird es jetzt hier nicht mehr geben. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, alles komplett freigelegt. Und das ist super, finde ich total toll. Der Eiswüste müssten eigentlich auch schon alles erledigt sein. Wir können mal noch eine Sonderfolge machen, wo ich einfach nochmal durch die Eiswüste gehe. Und ich glaube, wir müssen sogar noch durch die gefrorene, durch die Wüste mit diesem gefrorenen Feuer. Weil uns fehlt immer noch eine Schleimtür. Die müssen wir auch noch öffnen. Also müssen wir halt noch. Ich glaube, dass es bei der Eiswüste ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier doch irgendwo ist. Ansonsten muss ich die Tore auch mal googeln. Ja. Ihr seid witzig drauf, wa? Also es muss mindestens irgendwo noch eine Schleimtür geben. Und ich möchte auch diesen hochentwickelten Schatzknacker haben. Dass ich noch die restlichen Schatzkapseln öffnen kann. Das auf jeden Fall definitiv. Ja. Hüpf, 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 hüpf. Ihr mich auch. Ne, brauchen wir nicht. Ich war jetzt gerade überlegen, ob wir noch ein paar Gockel mitnehmen. Aber, ne. Brauchen wir nicht unbedingt. Also die Dinger kann man einfach nur mitnehmen und dann irgendwo aufbewahren. Ich glaube, wir haben hier auch in der Tempelanlage noch nicht alles durchstöbert. Da können wir auch nochmal durchgehen. Aber wie gesagt, jetzt ist unser erstes Ziel erstmal ein Mosaik Slime zu kriegen. Und dann schauen wir weiter. Und wir müssen ja, ich will ja auch zum Beispiel, was unser noch ein, eines unserer Ziele ist. Und zwar nehme ich noch das Ganze bei der ganzen, bei der Seven Sea Corporation noch alles zu kaufen, was es zu kaufen gibt. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann weitergeht mit dieser Corporation. Dann sagen sie ja, danke, dass Sie bei uns Kunde waren oder dass Sie bei uns Kunde sind. Wir sind mega glücklich, dass Sie alle unsere Produkte gekauft haben und damit zufrieden sind. So in der Richtung. So, und Nion. Nion. Lariti. Weil seht ihr, da ist noch so eine Kapsel, die können wir nicht öffnen, weil höher entwickelter Schatzknacker ist nötig. Und den kriegt man wahrscheinlich von der Corporation. Würde ich mir sogar. Würde ich sogar. Nee, ich würde nicht. Wetten würde ich nicht, aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass das noch bewirkt. So, wir brauchen ja nur ein Mosaik oder nehmen wir gleich drei. Mal sehen, wir machen, glaube ich, wir machen mal eine gute Menge. Und dann schauen wir weiter. Jetzt können wir endlich da runter gucken und jetzt ist auch so quasi alles erblüht. So, wo ist Mosaik? Da haben wir Mosaik erwischt, einen. Schauen wir mal dahinter. Das ist immer so schöne, fröhliche Musik. Ich finde, wenn ich das höre, bin ich immer richtig happy. Komm, gib mir noch. Ich will keine Mutation von denen hier. Tö. Nee, wir brauchen jetzt keine Mosaik-Mutation.
habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen die immer ein bisschen wegfeuern. Dass wir auch mal wieder andere Slimes kriegen. Ja, bis jetzt nur einen. Müssen wir halt ein bisschen rumgehen, die spawnen ja random. Ja, nicht hängen bleiben. Na, hier kriegen wir keinen mehr anscheinend. Dann gucken wir mal weiter hinter. Nein, ich habe mich jetzt nicht ablenken lassen durch Arbeit auf der Farm. Nein. Ich genieße das Spiel, Freunde. Das ist Facto Mundo. So, mal sehen, ob es hier ein paar gibt. Das sind Phosphor. Das sind nicht die, wo ich haben möchte. Ich hau ab. Da ist einer. Da ist einer. Wie ein Staubsauger. Ganz schnell. Bevor die mutieren oder so. Ich glaube 18 eine ganz gute Zahl, Freunde. So, jetzt frage ich mich nur, mit was für einen Schleim wir die 8 Stück kombinieren. Da müssen wir uns mal auf die Kasse stürzen und schauen, was am meisten bringt. Aktuell ja Gold können wir sowieso vergessen. Ist das Säbelzahn? Ich glaube, das ist Säbelzahn. Wir müssen mal ganz kurz zu unserem Säbelzahn der Wisch. Das hört sich an wie eine Automarke. Säbelzahn der Wisch. Habt ihr wieder Hunger? Ihr habt doch noch Essen. Was habt ihr denn? Ja. Ich müsste offline wirklich... Warte mal, vielleicht... Ja, jetzt schnappen sie sich wieder die Hühnchen. Schon, ja, nicht bei mir direkt vor die Nase, Mensch. Könnt ihr doch nicht machen. So, wir brauchen ein paar Plätz von dir. Und zwar nicht die der Wisch, sondern die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Der mag diese hier. Dann nehme ich auch mal ein paar von den Früchten hier mit. Von den Pixbirnen. Boah, die möchte ich nicht essen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet so eine... Ihr würdet dazu gezwungen, solche Pixbirnen zu essen. Ach, hier ist auch ein Dekorierer. Okay. Die sind also überall auf den Dingen, auf der Ranch verteilt. Ah, okay. Interessant. Aber dann kriegen wir nämlich gleichzeitig Mosaik-Plurz und Säbelzahn-Plurz. Und hier, das dürft ihr essen. Ja, die schauen irgendwie süß aus mit den Säbelzahngesichtern. Ah, komm, einer hat sich noch nicht entwickelt. Ja, komm, friss. Jawohl. Gut, die haben wir jetzt die Früchte hier drin. Ja, das bisschen Schaden müssen wir halt schlucken. So, dann haben wir das schon mal. Nehmen wir noch ein bisschen was mit hier. Das ist leer. Ja. Dieses Knurren, was sie drauf haben. Hört ihr das im Hintergrund? Auf dem rechten Ohr? Dieses Knurren. Oh, ihr habt ja schon wieder fast nichts.
Ohne Momentum-Pufferball, da kann ich euch Abhilfe schaffen, Freunde. Und wie gesagt, ich google nach der letzten Schleimtür, wenn es nicht noch mehr gibt. Wartet mal, hier ist auch so ein Dekorierer. Ariel säubern, alle Gegenstände. Hat er die jetzt aufgehoben? Ja, jetzt ist es sauber hier. Ja, okay, dann haben wir es da drin. Aber Robbie bleibt hier. Vielleicht, den müssen wir noch einem Freund kaufen. Das müssen wir jetzt auch unbedingt machen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Bombenball. Okay. Ah, der schaut doch süß aus, oder? Aufpassen, der könnte explodieren. So. Hat er einen Kumpel bekommen von uns. Und eine Tagesquest ist auch schon wieder da. So, das tue ich doch für euch gerne, Freunde. So, da haben wir auch wieder ein paar Flammen-Slimes. Ja, mich auch. So, jetzt schauen wir mal, wer will denn was von uns? Der Bob. Ja, der will natürlich wieder Hühner. So, dafür kriegen wir, ja, rentiert sich zwar nicht wirklich, aber machen wir einfach mal. Das ist, was ich immer noch witzig finde, das sind immer noch Slimes, die sich einfach als Mensch verkleiden und gierig auf Hühner sind. Was? Au. Jetzt haben sich die... Ach so, jetzt haben sich die Preise wieder aktualisiert. Okay, wie sieht es jetzt mit den Honigplätzen aus? Die sind am Steigen, okay. Finde ich gut. So. Also, was will Bob nochmal? Der will 7 normale Hühner, 2 Steinhühner und ein bemaltes Huhn. Der kriegt mir 4 Red Plurts, 10 Ockerfrüchte und 500 Coins. Wow, rendiert sich schon fast gar nicht. Also, wie gesagt. So. Ich glaube, ich habe mich jetzt aber nicht verguckt, oder? 2 Steinhühner, 7 von den normalen und ein bemaltes. Ach je, unsere schön bemalten Hühner, die ich gerade so schön aussortiert habe. Naja. Ja, hier ist auch ein Dekorierer. Kann ich den, ich sag einfach mal hier, spontan Areal säubern, alle Gegenstände. Just for fun, weil wir es hier können. Na komm, einmal du. So. Ich glaube nicht, dass dann der Bob irgendwie dann auch Aufgabe für uns hat, einen Job. Dass den interessiert sind nur Hühner. So. Ganz ehrlich, wir haben so viele Ockerfrüchte, verbrennen wir. Oh ne, da ist ein... Ist da gerade ein Slimeplurt gestorben? Da müssen wir auch wieder Nachschub sorgen für die... Ja, ich habe bloß noch 2. Scheiße. Naja. Dann ist es halt mal so. Aber das ist halt auch so. Je öfter du Plötz verkaufst, habt ihr ja gerade gesehen, live on air, dass sich auch die Marktpreise dann sofort ändern. Und meine Nase juckt. Ah.
So. Aua. Also diese komischen Strahlendinger, die tun auf jeden Fall weh. Und komischerweise gehen die wieder schneller. Da kommt sogar das Spiel nicht hinter. Jetzt hat es ganz kurz geleckt. Wir machen das jetzt erstmal leer, Freunde. Und wisst ihr was? Wir gehen mal ganz kurz zur Ranch rein und schlafen, weil die gute Cindy braucht ja auch mal Schlaf. Die hat jetzt bloß 3 Stunden Schlaf gehabt. Also die ist, glaube ich, jetzt gerade ziemlich schlecht gelaunt. So. Wir machen uns jetzt ein bisschen Geld. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee war, die Mosaik-Slimes mit den Säbelzahn-Slimes zu verbinden. Aber mal gucken. Ja. Wim, wim, wim. Habt ihr schon gegessen? Nein. Vielleicht sollte ich mal Silberwurzeln reinschmeißen. Schauen wir mal. Ja, wir holen uns mal eine Portion Silberwurzel. Und dann schmeißen wir die rein. Das mögen ja die Mosaik-Slimes eigentlich. So. Die Honigplätze schmeiße ich da rein. Ja, das mit dem wilden Honig, das kotzt mich immer noch an. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Da will der Honig nichts. Alles andere haben wir. Können wir sogar noch die Jägerplätze irgendwie suchen. Aber... es wird immer an den wilden Honig scheitern. Das muss ich zugeben, das ist schon dezent frustrierend. Ja, jetzt habe ich gerade keinen Platz mehr. So, dann nehmen wir jetzt mal die hier raus. Das ist echt ein bisschen problematisch, wenn hier so Fettklöße... Geh mal aus dem Weg, Dicky Mo. So. Dann schmeiße ich euch jetzt mal hier ein paar rein. Dass ihr schon mal Magenknochen bekommt und dann schmeiße ich euch hier die da rein. So. Wir lernen nochmal alle Tanks hier. Oh, ich bin fuller als full. So. Dass jeder mal was abkriegt. Und wir sind schon über unserer Zeit. Also das mache ich jetzt noch ganz schnell, Freunde, und dann beende ich die Folge. Das seht ihr, wenn man das Spiel genießt, wie schnell man die, nicht auf die Zeit schaut. Dann habt ihr jetzt fast eine halbe Stunde Folge. So, meine Freunde, dann sage ich einfach mal vielen herzlichen Dank wieder für die Aufmerksamkeit, die ihr mir schenkt. Das finde ich echt super. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Slime Ranger. Schön wappelig bleiben, Freunde.